So können sie aussehen. Restaurierte Möbel aus der Barock- und Biedermeierzeit, also von Anfang des 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Johannes Kössler aus Babenhausen ist in der Möbelrestaurierung und dem Kunsthandel tätig. Seit 35 Jahren macht er Menschen mit alten Möbeln glücklich. Wir versuchen bei der Restaurierung den Schwerpunkt auf den Erhalt der Möbel zu legen und auf den Erhalt der Oberflächen, auf den Erhalt der Materialien und nicht zu verfälschen. Und das, was wir am Möbel machen, sollte auch wieder rückgängig zu machen sein, ohne dass die Substanz des Möbels beschädigt wird. Das ist auch die Devise, falls Sie als Laie Ihre Möbel aufhübschen möchten. Der Experte empfiehlt den Heimwerkern gleich mehreres. Das wäre zum einen, dass man schon mal nicht denkt, man kann alles in Ordnung bringen, beziehungsweise man muss auch damit leben, dass es einfach auch mal Gebrauchsspuren gibt, die sich nicht mehr beseitigen lassen. Dann sollte man natürlich nicht um jeden Preis versuchen, ein Möbel in Neuzustand zurückzuversetzen, weil im Grunde dabei ja eine Neuanfertigung des Möbels stattfindet. Bei der Restaurierung ist weniger mehr. Der Experte empfiehlt, die Möbel nicht abzuschleifen, da hier die originale Substanz zerstört wird. Und auch keine herkömmlichen Pflegeprodukte zu verwenden. Die können nämlich große Flecken verursachen. Besser ist, die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Also wir beginnen bei der Oberflächenreinigung immer mit Wasser und schauen, ob sich da schon was löst. Jetzt gucken wir gerade mal. Hier haben wir eine relativ stark verschmutzte, aber originale Oberfläche. Und hier gehen wir jetzt einfach mal so vor, dass wir mit kreisenden Bewegungen eben so ein Stück sauber machen versuchen. Und da tut sich also schon was. Hier geht also schon einiges ab. Wer in Anführungsstrichen härtere Mittel braucht, der kann etwas Bimsmehl benutzen, um die Oberfläche weiter zu säubern. Das hat eine leicht schleifende Wirkung, sagt Kössler. Und für enge Rillen können Laien eine Art Wattestäbchen benutzen. Nächster Tipp, falls bei Ihrem Schrank die Türen klemmen. Den Schrank richtig ausrichten. An der kleinen Stufe oberhalb der Türkante sieht man, dass die Türen wohl nicht richtig schließen. Daher einfach etwas an den Ecken drücken und ein kleines Stück Holz oder Pappe unter den Schrank legen. Und falls mal Schubladen klemmen sollten, hat Kössler auch da einen Tipp. Was man dazu braucht? Ein geruchloses Wachs, zum Beispiel ein Teelicht, das man einfach an die Schublade, an den Lauf, also an den Laufleisten und Seiten dünn überstreicht und wachst. Das wäre jetzt in dem Fall hier oben die Kippseite, die Laufseite und unten. Genauso müsste man innen das machen. Also überall, wo die Schublade am Möbel streift, muss mit Wachs das ganz dünn überstrichen werden. Hier haben wir auch noch den Sonderfall, dass hier ein Zentralverschluss ist. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Ja. Nicht alles sollten Sie als Laie selbst durchführen. Bei gewissen Arbeiten sollte unbedingt ein Fachmann ans Werk. Etwa, wenn es um das Befestigen von Furnier geht, also der hauchdünnen Holzschicht, die das Möbelstück umschließt. Die Maserung des Furniers ist bei Biedermeier-Möbeln übrigens ausschlaggebend. Es ziert das ganze Möbelstück, seien es Kommoden oder auch Schränke, die in den Räumlichkeiten von Johannes Kössler stehen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.